Einen wunderschönen guten Morgen. Als neue deutsche Umweltministerin freue ich mich sehr, heute hier meinen ersten Rat besuchen und bestreiten zu dürfen. Es sind verschiedene Themen auf der Tagesordnung. Vor allem das Fit for 55-Programm ist für die deutsche Bundesregierung von Bedeutung. Wir unterstützen hier das Vorhaben der EU-Kommission, damit Deutschland und Europa insgesamt auf den 1,5-Grad-Pfad zum Klimaschutz kommen. Deshalb werden wir die Vorschläge der Kommission begleiten und unterstützen natürlich. Besonders wichtig ist für die Bundesregierung, dass die dort vorgeschlagenen Maßnahmen tatsächlich sozial abgefedert werden. Ein zweiter wichtiger Tagesordnungspunkt heute ist die Batterieverordnung. Ich begrüße ausdrücklich, dass diese Verordnung heute auf der Tagesordnung steht. Batterien sind für viele Menschen ein sehr lebenspraktischer Bezugspunkt und an dem entscheidet sich aber auch, ob wir bei der Elektromobilität schnell vorankommen und diese zügig ausgestaltet werden kann. Das heißt nicht nur, so wie heute, die Entsorgung von Batterien gut und nachhaltig zu regulieren, sondern den gesamten Lebenszyklus von Batterien nachhaltig und transparent zu gestalten. Von der Produktion der Rohstoffe, von der Förderung der Rohstoffe bis hin zur Batterie tatsächliche Transparenzkriterien zu haben, damit auch die Verbraucher nachverfolgen können, mit welchen Batterien sie es zu tun haben. Diese sollen austauschbar sein, aber vor allem nachhaltig und transparent ausgestaltet in der Batterieverordnung. Ein dritter wichtiger Tagesordnungspunkt, der auch für mich selber ein besonderes Anliegen ist, sind entwaldungsfreie Lieferketten. Waldschutz ist für das Erreichen von Klimaschutzzielen, aber auch von Biodiversitätszielen absolut entscheidend. Und deshalb wollen wir den Beitrag Deutschlands und der EU so ausgestalten, dass keine Entwaldung mehr mit Produkten, die wir hier konsumieren, in Zukunft verbunden ist. Deshalb brauchen wir entwaldungsfreie Lieferketten. Die Produzenten müssen nachweisen können, dass ihre Produkte aus verschiedensten Bereichen, sei das Agrarprodukte oder auch andere Rohstoffe, nicht aus Entwaldung stammen. Und hier will die EU-Kommission in den nächsten Monaten vorankommen. Auch das unterstützen wir ausdrücklich. Frau Lönke, was sind die schwierigen Themen im Fit for 55-Package? Das ist insbesondere die soziale Abfederung der dort vorgeschlagenen Maßnahmen. Das werden wir in den nächsten Monaten intensiv diskutieren und begleiten. Aber das ist sicherlich die größte Herausforderung. Da ist sich die Bundesregierung aber absolut einig, dass diese Maßnahmen sozial eingebettet sein müssen und sein werden. Auch das werden wir in den nächsten Monaten hier diskutieren. Die Diskussion wird in das aktuelle Geschehen auch auf den Energiemärkten einzubetten sein. Dazu sind noch keine abschließenden Vorschläge vorhanden. Frau Lenke, woher soll denn das Geld für den Sozialfonds kommen? Aus der CO2-Bepreisung oder sollte man das Geld für die Schuldenrückzahlung kommen? Auch das werden wir in den nächsten Monaten, da bitte ich Sie um Verständnis, innerhalb der Bundesregierung und auf europäischer Ebene diskutieren und entscheiden. Wichtig ist, dass dieses Ziel von allen europäischen Mitgliedstaaten formuliert wird, auch von der deutschen Bundesregierung. Und dann werden wir gemeinsam Lösungen dafür entwickeln. Vielen Dank.